Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich zeige euch mal eine Kausalitätskette. Ja, weil ich Urlaub habe und weil das Wetter in meinem Urlaub ist, ja, deswegen steht hier dieser Karton und in diesem Karton ist im Prinzip das hier drin. Das Lego Ghostbusters Feuerhauptquartier, also Feuerwehrhauptquartier. Aber natürlich nicht von Lego, denn schaut euch mal den Preis an. 529 Euro kann man da mittlerweile für bezahlen. Und das ist doch definitiv zu viel. Deswegen habe ich mir ja eine Kopie aus China kommen lassen. Und die steckt hier drin. Das wird ein richtiges Mammutprojekt. Ich habe zwar schon Bauten gehabt, die mehr Teile hatten, nämlich zum Beispiel da hinten der Millennium Falke, aber hier stecken über 4600 Teile drin und das Ganze in völlig unnummerierten Tüten. Und genau das macht mir so ein bisschen, naja, ein bisschen Bammel. Das wird nämlich eine ganze Sortierhölle werden und ich werde wahrscheinlich den Tisch komplett ausfahren müssen. Aber wir kriegen es schon irgendwie zusammen. Wir sehen auch hier schon, da haben wir die große Grundplatte, wo das Ding dann draufgesetzt wird, die Feuerwache. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Schlechtes Wetter. Lego oder Klemmbausteine bauen ist doch immer eine feine Sache. Aber bevor es jetzt hier ans Bauen geht und aus dem hier, ja, das hier werden kann, heißt es erst einmal vorsortieren. Bitteschön. Meine Güte, Freunde, ich kollabiere gleich. Schaut euch das mal an. Also das ist hier mein kleiner Bautisch und ihr seht, ich habe den hier schon ausgezogen, damit er noch ein bisschen länger wird und das geht an der Seite auch noch. Werde ich wohl auch brauchen. Also ich muss den noch größer auseinanderziehen. Hier unten ist schon mal die Box hier mit den ganzen leeren Plastiktüten. Hier drin war die Anleitung extra nochmal eingepackt, habe ich so auch noch nie gesehen. Und ja, ich habe aktuell ein kleines Problemchen. So, erstmal hinsetzen. Also ihr seht, ich habe hier, ja, so gut es geht, schon mal ein bisschen vorsortiert. Was gut ist, oft waren hier Teile, Sortenreihen schon in den Tüten drin, dass man dort nicht allzu viel sortieren musste, manchmal aber auch alles durcheinander gemischt. Und ja, ihr seht, ich habe hier schon aufgetürmt und ja, allerlei rumsortiert, aber tja, hier sind die Behältnisse ausgegangen. Verflixt noch eins, also muss ich erst noch mal ein paar Plastiktellerchen und vor allem ein paar Becher kaufen, hier für den ganzen Kleinkram noch reinzupacken morgen. Und dann werde ich hier weiter sortieren, den Tisch noch ein bisschen verlängern und jo, dann kann es dann endlich mit dem richtigen Bauen losgehen. Aber wir können trotzdem schon mal rumschauen. Schaut mal her, hier sieht man schon, was so passieren wird. Eine ganze Tüte mit relativ großen Platten haben wir hier schon mal drin. Dann haben wir hier ja die Grundplatte. Und dann gibt es hier nochmal ja, so eine Platte, die ja genau halb so groß ist. Das ist die hier. Und auf der Rückseite, ja, das ist die Feuerwehrstange zum Runterrutschen dann später. Und wir haben hier die Minifiguren, also Venkman, Stance und Co. Hier noch Dana Barrett. Wunderschön. Ich freue mich schon, die zusammenzubauen. Hier sind die Köpfe mit Frisuren und Händen. Also die baue ich gleich mal noch. Und dann werfen wir jetzt mal einen Blick hier in die Anleitung rein. Die so, na nö, wo kommt denn er her? Ist die Tüte kaputt? Oder, ja. Ich habe keine Ahnung. Wie ist der da rausgekommen? Ach du lieber Gott, ja. Okay, die Tüte ist kaputt. Also ich mache das mal sorgfältig hier zur Seite. Den bauen wir gleich. Aber wir schauen jetzt hier nochmal in die Anleitung. Und da sehen wir Glossy Hochglanz gedruckt. Und hier oben alles überklebt. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wenn ich das hier runter bekomme, was da drunter steht als Hersteller. Wir sehen schon was Rotes, was Quadratisches. Und ja, kommt schon. Ah, Leppin, na klar. Das hier ist noch ein altes Leppin-Set, aber das gibt es natürlich auch immer noch zu kaufen. Ich werde euch das verlinken, Freunde. Das gibt es glücklicherweise auch direkt mit Versand aus. Ach, vergisst es. Ich mache es wieder drüber. Wir haben es ja gesehen. Gibt es auch mit Versand aus Spanien. Ich habe mir das Ding hier aus Spanien schicken lassen. Den ganzen Wust. Von daher null Probleme mit dem Zoll. Schauen wir nochmal auf die Rückseite. Dort sieht man, wie das Haus dann später aufgeklappt aussieht. Und die ganzen Minifiguren mit dem coolen Slimer. Der ist da drin. Ja,
Okay, gucken wir mal rein. Also aufklappen und, ah, okay, so rum gedruckt. Trotzdem wird so rum aufgeklappt. Wir sehen einmal, ja, ich denke mal, das sind die Originalbauabschnitte, wie das Haus hier hochgezogen wird, dass man das schon mal sieht. Bauabschnitt 1 und wir haben, oh, ja, einen ordentlichen Stickerbogen mit dabei. Qualitätsmäßig sehen die Sticker erstmal gut aus. Doch, kann man nicht anders sagen, sehen gut aus, sind relativ viele, aber naja, es könnte noch schlimmer werden. Schaut mal hier, das ist wahrscheinlich die Aufkleber für den Spind oder für die Spinte von den Ghostbusters. Und dann haben wir hier nochmal, ja, wahrscheinlich einen Spiegel, der aufgeklebt wird. Okay, klettern wir doch mal ein bisschen hier durch und schauen einfach mal so mitten rein. Und ja, typisch für Lippin, man sieht schon, das hier. Und das hier, das war wahrscheinlich bei Lego in der Lego-Anleitung eine komplette DIN A4-Seite. Und hier wurde wupp, einfach mal vier Seiten auf eine komprimiert und somit spart man Papier. Das machen sie ja ganz gerne. Die Druckqualität allerdings, die sieht gut aus. Also ich denke, da werde ich keine Probleme haben, das zu bauen oder zu erkennen, was ich bauen muss. Und jetzt schauen wir mal rum, wie viele Seiten wir hier insgesamt haben. Jupp, da haben wir es. 189 Seiten. Jetzt nehmt das mal 3 oder mal 4, dann hat man wahrscheinlich die Größe der Original-Lego-Anleitung. Also es ist schon ein ordentliches Büchlein, das hier. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn das immer so komprimiert ist. Ich brauche ja nicht noch ein Buch, was dann insgesamt so dick ist. Ich finde das so in Ordnung. Ja, aber das da, das finde ich nicht in Ordnung. Ich brauche mehr Material. Aber zuerst werden jetzt hier mal die Minifiguren gebaut. Da steht sie nun, die versammelte Truppe. Und wenn ihr mich jetzt hinter der Kamera sehen könnt, würdet ihr sehen, wie ich mich hier am Kopf kratze. Denn da stimmt einiges nicht. Aber wir gehen es einfach mal Schritt für Schritt durch. Wir fangen mal mit den kleinen Kollegen hier an. Das sind die Gespenster, die fliegen später ums Hauptquartier rum. Und die werden dort, Moment, hier habe ich es, an solchen Transparentteilen irgendwie noch befestigt werden. Und dann. Ja, sind die hier an diesem transparenten Stab und dann sieht es aus, als würde der dann ums Hauptquartier rumfliegen. Also davon zwei Stück. Da ist noch alles okay für mich. Dann hätten wir hier den guten Slimer natürlich. Dort, ja, war in den Tüten die Arme nicht dabei. Also die werden noch irgendwo, ja, da hinten in den Weiten der anderen Tütchen versteckt sein. Die tauchen schon noch auf, aber er hat einen schönen Druck. Das gefällt mir gut. Er ist schön grün und transparent, wie sich das gehört für unseren Slimer. Und auch der wird später, glaube ich, um das Hauptquartier rumfliegen. Ja, aber dann geht's schon los, Freunde. Ich habe hier einmal noch so, ja, ein Gespenst. Das ist die Dame hier. Sieht ganz nett aus. Und den Taxifahrer. Und beim Taxifahrer, das ist er hier. Da, ja, der hat normalerweise eine ganz andere Kopfbedeckung, nämlich so eine Kappe. Und das hier ist eher eine Wollmütze, die er auf hat. Also das passt von daher schon mal nicht mit der Kopfbedeckung. Aber ansonsten, der Druck, der sieht gut aus. Doch, gefällt mir gut. Richtig schön fieser Look, verrottet. So ein Zombie-Taxifahrer. Und er hat auch einen Druck hier hinten auf der Rückseite von seinem Kopf und hier von seinem Oberkörper. Also der gefällt mir eigentlich ganz gut, aber die Kopfbedeckung, die passt nicht. Ja, dann kommen wir hier zu unserer, keine Ahnung, das soll, glaube ich, dieser Bibliotheksgeist aus dem ersten Teil sein. Ihr wisst schon, aus der Anfangssequenz, die dann. Ja, wo dann die Musik so cool losgeht. Und wie gesagt, Unterteil ist gut, hier oben ist auch gut, aber die Frisur, die passt schon wieder nicht. Also da ist eigentlich eine ganz andere Frisur dabei als diese weiße Mähne hier. Aber schaut euch mal das Gesicht an. Echt cool bedruckt. Finde ich klasse. Und die hat ein Wechselgesicht. Ich kann hier nochmal drehen. Geht ein bisschen schwer. So. Und dann hat sie noch das nette Gesicht am Anfang und dann war ja die Szene so, dass die Ghostbusters sie ansprechen und dann fängt sie plötzlich an zu schreien und alle rennen weg. Die bekannte Musik fängt an zu spielen und ich kriege immer Gänsehaut, wenn das soweit ist. Also aber auch, wir halten fest, eine falsche, ups, Frisur bei ihr. So, und mit den Frisuren, ja, ist das so eine Sache, das geht jetzt hier munter weiter mit den falschen Frisuren. Wir fangen mal hier bei unseren Ghostbusters an. Und zwar hier mit Ray Stantz, gespielt von Dan Aykroyd.
Da die Frisur, die finde ich, die ist noch am akkuratesten von allen geraten. Wir haben hier schön den Aufdruck auf der Vorderseite von der Ghostbusters-Uniform, auch das RS für Ray Stantz. Auf den Seiten haben wir auch die Drucke drauf, hier auf den Armen, genauso wie auch hier das Ghostbusters-Zeichen auf der anderen Seite. Alles gut, alles schön. Ich drehe ihn mal um. Das ist bei allen gleich. Hier der hintere Aufdruck, außer hier bei Peter, denn der wurde ja vollgeschleimt. Von hinten sieht alles auch ganz nett aus. Alle haben Wechselgesichter. Jawohl, wir können hier die Frisur mal runternehmen. Und dann kann ich mal den Kopf drehen und wir sehen einmal noch hier ein doch sehr erschrockenes Gesicht. Wahrscheinlich, wenn die Dame da hinten umgeschwenkt hat auf gemein, dann hat er dann den Gesichtsausdruck. Gehen wir weiter rüber. Nebendran sehen wir Egon und Egon Spengler, das Hirn der ganzen Unternehmung. Ja, und die Frisur, boah, die ist ja mal total verkehrt. Also die passt. Na, stell scharf, die passt wirklich mal sowas von gar nicht. Also da ist eine ganz andere Frisur mit dabei eigentlich. Ich nehme die direkt mal hier runter und ach, da kommt der ganze Kopf wieder mit. Ja, mal schauen, ob ich den runterkriege. Ich wollte euch nämlich hier noch das Wechselgesicht zeigen. Meine Güte, so meine Güte, würde ich sagen, die falsche Frise da, die sitzt aber fest. Also er hat einmal hier sein nettes Gesicht, sein entspanntes Gesicht und einmal hat er dann auch so ein verängstigtes Gesicht. Ansonsten alles gleich wie bei den anderen Ghostbusters auch. Ich mache die falsche Frisur nochmal drauf und wir gehen rüber zu Peter. Peter Venkman, gespielt von Bill Murray. Ach, ich liebe ihn. Und ja, ihr seht schon, der hatte hier schon eine bedeutende Berührung mit, ja, mit dem Kollegen hier, als er vollgeschleimt wurde und das Gesicht, also den Gesichtsausdruck, finde ich echt super. Zusammen mit dem ganzen Schleim. Klasse Figur, aber. Ja, falsche Frisur. Auch hier eine völlig falsche Frisur mit dabei. Passt 0,0 zu der, die original ist. Und auch hier nehme ich nochmal ja, den ganzen Kopf runter und will euch das Wechselgesicht zeigen. Das wäre nämlich einmal dieser Gesichtsausdruck. Ja, da kommt der Slimer wohl noch auf ihn zu. Und dann ist es eben passiert und er wurde vollgeschleimt. Gesicht super, Frisur passt nicht. Okay, gehen wir rüber zu Winston Zeddemore, der Neuzugang am Ende, war das am Ende von Teil 1? Ja, in Teil 1, genau, der kam er noch dazu. Der gute Winston, auch der einen ordentlichen Aufdruck. Er hat hier einen Schnurrbart. Hatte er einen Schnurrbart? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wir konzentrieren uns hier oben auf die Haare. Ja, falsch. Er hat eher so eine krause Frisur und nicht hier so ein Schulrektor. Plattfrisur, also passt mal wieder überhaupt gar nicht. Auch er hat ein Wechselgesicht. Ich kann das mal rumdrehen und auch dort haben wir natürlich noch mal ein verängstigtes, ja, Gesichtchen. So, weiter geht's. Unsere Telefonistin, die gute Janine, die hier am Telefon sitzt, auch sie hat, glaube ich, eine falsche Frisur. Also ich glaube, die Frisuren sind generell bei allen Figuren hier verkehrt. Dann hat sie hier ein nettes Outfit hier mit Bluse und Weste drüber. Alles cool. Und dann hat sie natürlich die Brille ein bisschen tief sitzen und guckt immer so verschmitzt. Die hat sie ja schon faustdick hinter den Ohren. Und auch sie hat ein Wechselgesicht. Ich drehe mal um. Und auch natürlich, ja, verängstigt. Das haben sie hier alle. So. Dann gehen wir eins rüber. Ihr seht, die gute Dana Barrett, gespielt von Sigourney Weaver natürlich. Und hier ist sie schon, sage ich mal, schwerst besessen. Sie ist der Torwächter und ja, schwebt einen Meter überm Bett und gibt ganz komische Laute von sich. Auch bei ihr, natürlich, Frisur ist verkehrt. Ist ja logisch, dass es die, die dabei ist. Geht aber eigentlich noch in Ordnung. So, und Wechselgesicht einmal, ja, nicht besessen, aber schon ein bisschen fies reinguckend und dann, ja, richtig besessen mit roten Augen. So, Frisur nochmal drauf. Das war also Dana Barrett, aka der Torwächter. Und nebendran haben wir natürlich den Schlüsselmeister, von dem mir gerade entfallen ist, wie er denn genau hieß im Film. Und auch wie der Schauspieler hieß. Ich habe gerade einen Blackout, aber ich liebe den Typen. Richtig schön. Natürlich falsche Frisur, Freunde, aber ein sehr, sehr schöner Gesichtsausdruck. Der passt richtig zu der Figur. Und auch hier haben wir natürlich nochmal ein Wechselgesicht. Ich drehe ihn um. Und ihr seht, der Schlüsselmeister, ja, wenn er hier ein bisschen fies ist, das war, glaube ich, hier, wo er, was war das noch, im
im Central Park das Pferd gestreichelt hat und irgendeiner hat was Blödes gesagt und dann hat er hier mit den glühenden Augen zurückgesprochen. Auch wunderschön hier vorne der Aufdruck mit dem offenstehenden Hemd, das hier so halb raushängt. Echt schön. Achso, übrigens die Rückseiten, also die Ghostbusters-Rückseiten, die hatten wir schon. Dann hier bei Janine hinten einen Aufdruck, bei Dana einen Aufdruck und hier bei unserem Schlüsselmeister natürlich auch nochmal ein bisschen dreckiges Hemd auf der Rückseite. So, also das waren die Figuren. Wobei, ich muss jetzt zu unserem guten Schlüsselmeister noch was sagen. Dort gibt es nämlich noch ein zweites Gesicht, einen zweiten Kopf, der nur ein Gesicht hat. Und das ist, soweit ich mich erinnere, glaube ich, irgendwie das, wo er untersucht wird bei den Ghostbusters. Und da hat er irgendwie hier noch so einen Untersuchungshelm dann später auf. Also so in etwa muss das dann wohl aussehen. Ja, okay, legen wir es einfach mal so zur Seite und schauen mal, was am Ende überbleibt. Und ich habe hier noch eine Frisur übrig. Die soll, glaube ich, ja hier zu der Lady noch gehören. Also einmal hier, wenn sie fies ist mit den langen weißen Haaren und wenn sie nicht fies ist mit den grauen Haaren. Und dann fehlen natürlich noch die Zubehörteile hier, die Protonenpacks und die PKE-Messgeräte und alles Mögliche. Alles, was davon in den Tüten drin war, sind hier diese Peitschen, die später zu den Protonenpacks dazugehören. Aber alles, was ich hier noch vermisse, wird sich natürlich später irgendwo in den 4600 und ein paar Teilchen, denke ich, noch einfinden. So viel aber zu den Minifiguren. Im Prinzip aufdruckmäßig und so richtig cool wären halt nur noch die richtigen Frisuren überall dabei. Dann wäre das 1A. So, ich werde mir jetzt hier noch ein paar Behältnisse besorgen und dann kann es mit dem Bauen richtig losgehen. So sieht unser Hauptquartier nach den ersten beiden Baustunden aus und Zeit für einen Pitstop. Ich bin auf der Anleitung jetzt hier auf Seite 13 gelandet, habe gerade die Spinte der Jungs hier fertig gebaut und ja, wir haben noch einiges vor uns. Ich packe die Anleitung mal zur Seite. Man braucht hier wirklich Platz. Also mit den ganzen vielen Teilen hier braucht man echt viel Platz und ich habe hier meine ja, ich sage ich mal, provisorische Lösung. Ich habe hier die ganzen Tütchen aufgerissen und naja, ich habe hier frisch Nachschub bestellt. Kommt gleich. Ich wollte aber trotzdem schon anfangen zu bauen. Also schauen wir mal, wie weit bin ich denn hier gekommen? Und ja, so sieht es aus. Das ist quasi die Vorderseite, wo später hier die Eingangstür reinkommt, um Sektor 1 reinfahren zu lassen. Was hier ganz nett ist, ist zum einen, Moment, ich mache es mal ein bisschen hier in die Sonne. Wir haben hier diese texturierten Steine auch wieder und die lassen sich auch gut verbauen. Was man aber erkennen kann hier von der Steinequalität, wir haben manchmal hier so einen leichten Grat, wie hier zum Beispiel. Da kann man das sehen, ist aber nicht störend, aber hin und wieder ist mir das Ganze hier jetzt aufgefallen, dass ich dort mal so einen leichten Grat drin gehabt habe. Ihr seht, wir haben hier das Mauerwerk gebaut mit den Steinen. Ich muss es wieder ein bisschen ins Licht drehen. Es ist so dunkel draußen. So, da seht ihr es. Immer mal wieder glatte Steine, texturierte Steine. Hier unten schöne Schräge reingebracht, wo dieser Mauerabschluss dran ist. Sieht echt nett aus. Und wir sehen hier auch schon eine Funktion oder ein Anzeichen für eine Funktion. Und zwar haben wir hier Gelenke dran, denn wir können das Hauptquartier ja später hier aufklappen. So funktioniert das dann. Also die Seite mit dem Mauerwerk ist schon sehr schön. Hier der Eingangsbereich, den haben wir hier auch schon. Und da habe ich meinen ersten Aufkleber verklebt. Das ist, bitte einmal scharf stellen, der hier. Wahrscheinlich der Briefkasten. Und ja, ist ein Aufkleber. Druck wäre schöner, aber so ist es nun mal. Da haben wir hier noch ein bisschen was und können auch mal, ja, jetzt reingehen, oder? Gehen wir mal rein und schauen mal. Hier ist schon irgendwie das Nummernschild vom Ektor 1 und das ist zumindest mal kein Aufkleber, das ist ein schöner Druck. Und wir haben hier so einige Fliesen schon angebracht und Jumper-Plates hier, wo später was drauf gebaut wird. Und ja, ihr seht auch schon hier die Grundplatte. dieser böse durchgebogen. Und die ist eigentlich auch zweigeteilt. Hier kann man sehen, dass hier ist diese große quadratische Grundplatte. Und dann haben wir hier noch die zweite mit dran gebaut. Und diese zweite, ja, die biegt sich hier hinten hoch.
wie Hulle noch im Moment. Ich hoffe, das legt sich noch, aber ich glaube, so hundertprozentig werden wir die nicht runterkriegen, auch mit Aufbauten nicht. Das habe ich dann schon bei anderen gesehen. Aber soweit, ja, mein Gott, es geht alles. Ihr seht, wir haben hier massig Fliesen verbaut. Das hier ist der Bürgersteig vorm Hauptquartier. Dort wird einmal rundum gefliest, rundum gefliest und rundum gefliest. Und da drückt man sich schon richtig die Fingerchen platt, denn manche muss man hier schon, ja, mit ein bisschen Kraft reindrücken. Hier nochmal ein schönes kleines Gimmick aus Ghostbusters 2, denn hier ist der Gehweg aufgebrochen und der Klipperschleim, der unter der Stadt geflossen ist, der kommt hier hoch, wird hier durch diese Steinchen symbolisiert. Also eine schöne Reminiszenz an Ghostbusters 2. Jetzt gehen wir nochmal rein. Ich habe hier die Innenseite ja auch schon gebaut, hier, was man aufklappen kann. Und dort haben wir die Spinte der Jungs, jawohl. Ihr seht schon mit Aufklebern Egon Spengler, Ray Stantz und Peter Venkman. Und natürlich kann so ein Spind dann auch geöffnet werden. Allerdings ist noch nichts drin. Aber da kann man dann später die Protonenpacks reinpacken und Klappe zu. Und los kann es gehen. Ich vermute mal fast, hier kommt später die Stange dran, denn die rutschen ja mit der Feuerwehrstange direkt runter und landen hier bei ihren Spinden. Ja, hier die Struktur. Wieso hier so viel Grün und Weiß drin ist, weiß ich gar nicht, ob das beim Film wirklich so war. Aber hier ist eben so eine Wandstruktur mit Grün und Weiß, mit so Streifen dann hier reingebaut worden. Sieht alles ganz nett aus. So, und es macht auch Spaß. Und erstaunlicherweise hält sich das schlimme, schlimme Suchen noch ziemlich hier in Grenzen bei meiner Teileflut. Und ja, ich freue mich, dass das Hauptquartier jetzt hier weiter wächst und gedeiht und hoffentlich noch ein bisschen ja hier begradigt wird, dass es nicht mehr so hoch steht. Aber soweit, alles gut, keine Fehlteile und weiter geht's. Ja, jetzt ist hier richtig was vorangegangen. Also ich habe ordentlich in die Höhe gemauert. Wenn man hier mal dran ist an den Außenwänden, dann geht das relativ schnell vonstatten. Und so sieht jetzt hier unsere Feuerwache mittlerweile aus. Ganz ordentlich gewachsen, das Teil. Und vor allem, ich habe ja jetzt hier einiges aufgebaut und wir schauen mal hier unten an die Platten. Ja, die hat sich doch etwas abgesenkt, noch nicht hundertprozentig. Und genauso auf der anderen Seite. Also es sieht nicht mehr so schlimm aus mit dem Hochstehen, wie das am Anfang mal der Fall war. Also es bessert sich. Und jetzt habe ich das Ding eh schon mal gedreht. Das hier ist quasi die andere Seite. Und hier kann man jetzt schon aufklappen und sehen, wie das dann hier später aussieht. Also wenn man hier quasi das Play-Feature dann hat, um hier Zugriff zu haben, auch auf die verschiedenen Etagen. Wir sind ja noch im Erdgeschoss, Freunde. Und dann gehen wir direkt mal rein und ihr seht hier, wir haben eine grüne Wand gebaut mit weißen Streifen hier oben dran. Und da hinten ist noch unser Ecto-1-Schild von ganz am Anfang. Und wir haben hier viele Jumper-Plates hingebaut, also einmal hier, einmal hier, hier. Und hier unten haben wir auch nochmal Jumper-Plates. Was es damit genau auf sich hat, ob da der erste Stock drauf kommt, den man später, ne, den kann man ja gar nicht abnehmen. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal schauen, was es mit denen hier auf sich hat. Ich schwenke mal um, denn wir sehen dann nochmal, ja, nicht nur eine grüne Wand, sondern auch eine braune Wand. Die sieht ein bisschen aus wie so ein Regal oder keine Ahnung. Aber da haben wir auf jeden Fall noch einen Aufkleber hier unten dran. Und das ist so ein, ja, Notizboard, wo lauter Zettelchen dranhängen. Also Aufkleberqualität bisher bei dem Set ist eigentlich gut. Lassen sich ganz gut verkleben. Die Farbe passt auch einigermaßen. Ja, ist in Ordnung. Schwenken wir weiter rum. Dort sehen wir schon die Treppe, die uns dann hier in den ersten Stock führen wird. Und die ist sehr robust und stabil da reingebaut. Aber noch interessanter ist hier unten, das ist nämlich unser Verbannungscontainer, dort, wo die Geister dann oder wo die Geisterfallen entleert werden und wo die Geister aufbewahrt werden. Und auch das ist ein Aufkleberchen hier in der Mitte. Ich habe es leider falsch rum angebracht. Das Weiße müsste eigentlich nach unten, aber pst, wir sagen es keinem. Man merkt es nicht, wenn man es nicht weiß. Und dann haben wir hier oben nochmal die Lampen. Grün für alles gut und rot für, ui, der Stadtbeamte hat hier den Verbannungscontainer abgeschaltet und gleich geht's rund. So, also, das haben wir auf der Seite. Ich klappe hier nochmal zu und wir sehen, das klappt auch sehr, sehr gut. Hier haben wir ebenfalls nochmal hier die grüne Wand mit den Streifen, was dann hier übergeht. Und dann hätten wir, glaube ich, hier auch so die Höhe erreicht.
die das Erdgeschoss dann insgesamt hat. Und das wird ein hohes Ding. Da haben wir ja Erdgeschoss, dann kommt hier nochmal drauf erster Stock und kommt nochmal drauf zweiter Stock. Und das wird dann insgesamt ja doch schon ein echt hohes Ding. Was ja auch gut ist, denn es soll ja schön groß werden. Dann gehen wir nochmal hier runter zu den Spinden, denn ich habe fleißig gebaut. Da fällt es schon raus. Ja, hier die Protonenpacks. So sehen die kleinen Dinger aus. Hier mit der Indiana Jones Peitsche als Kabel. Dann die schöne bedruckte Rundfliese. Die sehen echt gut aus. Die Druckqualität generell von allem sehr gut, was ich hier bisher gesehen habe. Und hier hinten mit dieser Noppenaufnahme kann man es dann an die Rückseite der Figuren machen. Hier bei ihm habe ich das Protonenpack schon dran gebracht. Bei unserem Mr. Zeddemore. Und ja, er hat es eben schon in der Hand. Ich nehme ihn mal kurz nach oben, denn er hat nicht nur den Protonenpack hier in der Hand oder auf dem Rücken. Und er hat auch hier die Geisterfalle schon bekommen, auch das eine bedruckte Fliese. Und ja, so ein kleines Funkgerät habe ich ihm auch noch in die Hand gedrückt. So, also machen wir auch diese Seite nochmal zu und gehen nochmal hier auf die Vorderseite ran. Und ja, viel mehr gibt es aber da nicht zu sehen, denn auf der Vorderseite, da hat sich nicht wirklich viel getan. Aber was ich sagen kann, das Bauen macht echt Spaß, macht immer noch Freude. Ich hatte noch kein Fehlteil bisher. Toi, 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 hoffentlich bleibt das so. Steinequalität weiterhin ziemlich gut. Bauspaß absolut sehr gut. Von daher geht es direkt weiter, denn es gibt noch massig, massig Material. Die Tage müsste ich eigentlich meinen Gesellenbrief kriegen, denn ich habe hier eine Glaserlehre gemacht, Freunde. 22 von diesen kleinen Fensterchen habe ich jetzt hier gebaut, also immer hier die Glasscheiben eingesetzt und kurz mal zur Qualität der Scheiben. Ihr seht, gar nicht mal so übel, natürlich ein bisschen verkratzt, vermackt, verschrammelt, wie wir das kennen, aber insgesamt doch relativ transparent das Ganze. Und wie gesagt, 22 Stück davon immer aufeinander gestapelt und dann einmal Zweier draufgesetzt. Und damit bekommen wir dann hier unsere Glasscheiben hin. Hier sogar mit Klimaanlage. Sieht ganz cool aus, diese kleinen Details. Die finde ich immer ganz schnucklig. Und ja, wollte ich nochmal zeigen. Und die werden dann hier eben auf diese, wo ich eben nicht genau wusste, wofür die dann da sind, auf diese kleinen Jumperplates aufgesetzt. Und somit bekommen wir dann im Erdgeschoss unsere Verglasung hin. Und die sieht echt schön aus. Aber 22 Mal, ja. Das ist schon eine Ansage, wenn man das hier so sieht. 20, 40, 60, 66 Teile in einem Bauabschnitt. Huiuiui. So, wir sind übrigens auf Seite 28. Bauschritt 98 kommt als nächstes. Tja, und weiter geht's. Das Erdgeschoss nähert sich seiner Vollendung. Eingetreten und hereinspaziert, Freunde, das Erdgeschoss ist fertig. Jawohl. Und ihr könnt hier schon sehen, die großen Türen oder fast schon die Tore, die hier gebaut wurden. Hier oben mit Glasscheiben und hier unten haben wir nochmal eine gesonderte Tür. Die kann man dann auch nochmal separat öffnen, wenn nun mal jemand rein oder rauskommt. Und die kann man dann natürlich auch schließen und die Tore hier komplett aufmachen. Sieht echt cool aus. Dann haben wir hier noch die, ja, die roten Lichter, die Signallampen, einmal rechts und einmal links neben dem Eingang. Oben diese Sterne. Sieht irgendwie nach Captain America aus. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Muss mir den Film nochmal anschauen. Und ganz oben drüber haben wir dann nochmal 16001 Firehouse stehen. Und ja, ihr seht schon, das Ganze hier, das ist ein Aufkleber. Also ich finde, von vorne sieht das Ding richtig cool aus hier mit den Türen. Ja, kann sich sehen lassen. Echt sehr, sehr schön. So, dann schauen wir noch mal rum. So sieht die ja aufzuklappende Seite dann aus. Jetzt hier komplett alles geschlossen. Nur noch die Fenster sind da. Hier so eine Aussparung. Hier das mit den Steinen, das sieht echt klasse aus. Gefällt mir sehr gut. Aufklappen kann man es natürlich dann auch. Dann haben wir hier den freien Blick. Interieur ist noch Fehlanzeige aktuell, aber das kommt alles später noch. Und ja, nochmal zumachen. Wir schauen jetzt einmal komplett rundum auf der Rückseite. Ja, also das ist hier definitiv die langweiligste Seite von allen. Und hier, ja, habt ihr ja auch schon gesehen, alles drin, alles dran, was hier so hingehört. Und inklusive jetzt hier dieser oberen Verzierungen, also hier
diese Kante, die wir jetzt hier haben, und dann auch hier diese, ja, diese Rundfliesen, was auch immer die genau darstellen sollen, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und ganz hier oben haben wir, das ist noch auffällig, hier so Einser gebaut, dass wir hier so einzelne Noppen haben und dann immer eine Fliese, Noppe, haufenweise Fliesen, Noppe und so weiter und so fort. Und das ist von wohl schon irgendwie für den weiteren Aufbau. So, ich schaue nochmal von oben nach unten. So sieht's aus, das Erdgeschoss ist somit fertig, Freunde. Wir sind auf Seite 38, da unten steht's, der Anleitung gelandet. Und dann geht's jetzt weiter mit dem ersten Stock. Aber stopp! Nicht mehr in diesem Video. Das wär's. Teil 1 des Ghostbusters Firehouse Bauvideos oder der Videoreihe ist vorüber, Freunde. Weiter geht es in Teil 2. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder auch irgendwie hier oben eingeblendet und natürlich in der Playlist Lego, Leppin und Co. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit unseren Ghostbusters und was wir noch alles so dazu bauen. Also, seid auch beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.